Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Beim letzten Mal haben wir die Anlage wieder verlassen und uns mal um die, wenn man jetzt in den Kartenbereich selber reinschauen würde, rechts gehalten. Haben Jürgen, den Zwillingsbruder von Josef, gesehen. Ihn natürlich ausgeschaltet und gemerkt, holy, der Typ war beliebt. Nicht gerade zu wenig. Haben die ein oder anderen Leute mal wieder dementsprechend schnell und vor allem effektiv per Geräuschüberlagerung ausgeschaltet. Haben kurz vor Ende, also ich zumindest, ich weiß ja nicht, wie es euch beim letzten Part erging, ein kleines Herzkasper gekriegt darüber, dass mich ein Halbkettenfahrzeug fast zersägt hätte und bemerkt, dass da drei Leute, also drei Jägerunterstützer, tot auf dem Boden liegen. Mitten auf der Straße. Einfach so. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, what? Weil eins ist gewiss. Ich war es nicht. Aber bei den zwei Fahrzeugen, also bei dem Panzerwagen, der hier in der Nähe der Unterführung steht, und das Halbkettenfahrzeug, was mich gesehen hatte, und dafür wird es noch büßen, diese zwei werden wir gleich geschmeidig, aber effektiv in ihre Einzelteile zerlegen. Werde ich werfen. Gut, das hat schon mal geklappt. Jetzt warte ich noch, bis das Ding hier weggespawnt ist. Jetzt wird schon mal umgeswitcht hier auf die Tellamin. Der hat gar nichts mitgekriegt, das ist schön. Er hat auch die Explosion nicht gesehen. Das ist schon ziemlich fragwürdig, meiner Meinung nach. Sehr, sehr fragwürdig. Deswegen lege ich jetzt immer noch eine. Einfach nur zur Sicherheit. What? Also es hat geklappt, ja, aber irgendwie nicht so, wie ich wollte. Hm. Ja, ich würde ganz gerne vom letzten Kontrollpunkt neu starten. What? Wartet mal. Ja gut, dann muss ich das so machen. Geht nicht anders. Wunderbar.
Hat auch geklappt, so wie es sich gehört, und nicht einfach mich mit in den Tod sprengen. Ja gut, ich würde mich jetzt aber auch verstecken. Da wäre ich auch deren Meinung. Hat der Typ das da hinten jetzt eigentlich mitgekriegt oder nicht? Nö, immer noch passiv. Läuft, würde ich sagen. Das war sein Fehler. Ganz einfach. Schön ausgekontert und ausgenockt. Ja. Was mich nach wie vor nervt, ist das hier. Was wollt ihr denn noch, Alter? Also ich war jetzt schon des Öfteren da hinten und hab nochmal nachgeguckt, aber ich habe halt... Ich habe halt einfach per Du nichts mehr gefunden. Das kann doch nicht sein. Oder aber der Panzer ist tatsächlich noch mit involviert, aber... Wisst ihr was, wir testen das jetzt einfach mal. Wow. Was war das denn gerade? Wenn der Panzer jetzt dazugehört, ne, dann ist es echt Bullshit. Bullshit. Absoluter Nonsens. Ja, gut. Immerhin. Weil mich würde mal interessieren, wie willst du mit einem Panzer... Wie willst du mit einem verkackten Panzer Plutoniumteile bitte transportieren? Der hat nicht einfach mal so einen Kofferraum. Der hat auch keine Abdeckplane, der hat keine Luke, der hat nix. Also eine Luke schon, ja, zum einen aussteigen, aber... Wie? Das ist kein LKW, Mann. Okay. Soll mir recht sein. Ist in Ordnung. Haben wir abgeschlossen. Passt. Denn jetzt gehen wir mal wieder hier auf die Seite in Richtung Kirche. Ist das eine Wurzel oder ist das... Das ist tatsächlich einer. Jetzt habe ich tatsächlich mal davon ausgehen können, dass das echt der Hintergrund ist, aber nein. Messer rein. Und fertig. Unglaublich, ey. Unfreaking believable. Ja, okay. Wo kommt er jetzt her? Wo kommt er jetzt her? Mist! Also das wird mich gleich jetzt auch mal reizen, zu wissen. Ich meine, er stand einfach eben gerade.
einfach wie aus dem Nichts dort gespawnt. Und jetzt ist er wieder nicht aufzufinden. Das soll erstmal einer verstehen. Aber wir... Er war doch einer der Walküre, oder nicht? War er nicht einer der Walküre, Leute? Ja, bald verstehe ich gar nichts mehr, Mann. Bald verstehe ich ja gar nichts mehr. Nö, also hier ist definitiv nicht nur ein Plutonium-Projekt im Gange. Gewiss auch noch irgendwas anderes. Diesen Pantherturm, ne? Den möchte ich natürlich auch noch beseitigen. Keine Frage. Der muss ja auch noch weichen. Ach, schau mal an. Naja, hätte ja klappen können. Nö. So weit werfen kann ich die Teile auch nicht. Oh. Holy. Huh? Kommando zurück. Wir werden hier keinen Blumentopf auf der Seite gewinnen können. Schade. Ich hätte eigentlich mit besseren Ergebnissen gerechnet, aber nein. Okidoki. Also nochmal rein hier ins gute Gemäuer. Will mich jetzt hier wieder irgendwer aufhalten. Offizier. Hast du den letzten Dienstplan? Hast du ihn? Ja, nein. Hat er. Sehr gut. Ja, du hast keinen mehr, den du vorschicken kannst. Jetzt musst du selber mir hier antanzen. Ich wollte gerade sagen. Und somit haben wir alle operativen Überblicke. D1. Verantwortlicher Offizier Oberleutnant Hildebrand Wallmann.
Standort gesicherter Bunker. Abwesenheiten sind keine zu vermelden. Anweisungen des Offiziers. Regelmäßige Patrouillen aufrechterhalten. Jäger wird den Reaktor bewachen. Also jetzt ein Jägertrupp oder jemand, der Jäger heißt. Anmerkungen des Offiziers. Professor Bosch besteht darauf, dass beim Betreten der Anlage sämtliche Soldbücher vorgelegt werden. Ohne Ausnahme. Dieser ekelhafte Pantherturm, ne? Dieses ekelhafte Drecksding. Normalerweise bräuchte ich TNT-Ladungen. Das wäre am effektivsten. Das mit der Tellermine ist echt gewagt, aber wenn mir nichts anderes übrig bleibt, dann muss es wohl oder übel so sein. Aber gibt es hier echt gar nichts mehr? Nichts? Alter, ich will es echt nicht hoffen. Irgendwas muss es ja hier noch geben. Bitte. Ja, ein TNT reicht ja nicht. Wobei. Ja, ansonsten müsste ich noch beide klebenden Granaten hinterher pfeffern. Wir können das gleich mal ausprobieren. Weil wenn es hier sonst nichts mehr zum Einsammeln gibt diesbezüglich. Ja, dann müssen wir das gleich mal so austesten. Und allem Anschein nach ist das so. Eine TNT-Ladung auf Timer und zwei selbstklebende Stingham-Granaten. Hofft und wünscht mir Glück. Ja, hat gereicht. Eigentlich hätte ich ja davon ausgehen. Also ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass das Ding dann komplett zerstört wird, aber nö. War auch wieder nicht der Fall. Jetzt habe ich beide Granaten weggeschmissen, die ich unter Umständen hätte noch behalten können. Klasse. Ach, Mist. Egal. Ist nun mal jetzt passiert. Oh Scheiße, da ist ja noch einer. Wo kommt der denn her? Ich hätte mich nicht mit dem Fernglas zeigen dürfen. Aber keiner hat den Abzug gedrückt. Sich wieder, das ist gut. Das gefällt mir. Komm schon, TNT, irgendwas, eine Handgranate. Bitte. No more. Mist. Yes, that'll do. Ich hätte noch eine Panzerfaust, aber. Nee. Drei
Leute gilt es also noch zu killen. Okay. Gut, es hat einer gehört. Ja, damit lässt sich doch auch arbeiten, das kann man machen. Das ist in Ordnung. Dann sind es danach nur noch zwei Peoples. Das ist scheiße. Das war Kacke mit Doppel-G. Hätte jetzt tatsächlich schlimmer sein können. Es sei denn, die kommen jetzt wie von der Tarantel gebissen wieder hinterhergelaufen. Oh, scheiße. Haben die dich nicht schon wieder gesehen? Also die sind hier auf jeden Fall noch ganz in der Nähe. Wir müssen einer von den Valkyrie-Leute gesehen haben. Flachsen. Okay. Dann geht halt noch weiter weg. Nein, bitte habt das da hinten nicht gesehen. Nein! Nein! Alter! Nö! Das mache ich noch nicht. Ja, genau deswegen. Mir war schon es im Bauchgefühl, dass einer sich mindestens wieder umdrehen würde. So. Und das sogar ganz ohne Geräuschüberlagerung. Gut, der Typ ist also nicht mehr oben. Freut mich. Das Ding machen wir jetzt auch gleich mal unschädlich. Dann ist das auch Geschichte. Nett.
gar nichts. Hier würden wir vom... Genau, vom Lager, was hier der Jürgen mal aufgeschlagen hatte, wieder zurückkommen. Also... Mein Plan sieht jetzt wie folgt aus. Da wir noch 3 Minuten haben. Wir werden jetzt den Hauptschlüssel benutzen, um in den Reaktorraum reinzumarschieren. Sofern wir da drin sind, beginnt ein neues Kapitel innerhalb dieser Mission. Open Sesame. Aufzug nach unten. Nur autorisiertes Personal. Maximales Gewicht 2 Tonnen. Ja, okay. Reicht ja für uns. Und hier sind wir. Dr. Erik Korsch, Hinels Laborassistent, sammelt Reagenzgläser. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt im Inneren des Reaktors und das hier sind quasi... Mir fällt das Wort dazu nicht ein. Aber da drin sind die Plutoniumteilchen. Wenn ich jetzt kein Bullshit rede. Also wenn ich das, was ich noch von N24 damals mal gesehen habe, der Tatsache entspricht. Harald Schulz. Atomphysiker. Bedauert es nicht, mit Einstein aus Deutschland geflohen zu sein. Tja. Hättest du dich Albert mal lieber angeschlossen? Du arme Sau. Schönes drin. Nein. Oh, doch, TNT. Geil. So, und da ich euch nicht mehr brauche, werden wir das geschmeidig beim nächsten Part in Erwägung ziehen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sniper Elite 4.